zwischenzeitlich könnte ich mal wieder ein paar Sachen anschauen, revidieren oder sonst irgendwie. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Güterverkehr gehabt, dann schaue ich jetzt noch den dänischen Personenverkehr rein, ob es da noch Optimierungen gibt. Da habe ich ja viele Sachen geändert letztens. Und jetzt können wir da mal ein bisschen rein schauen. In der Zwischenzeit, wo die Fahrzeuge, also die neuen Züge unterwegs sind. Hier, ob da wieder mal Handlungsbedarf ist oder ob jetzt alles besser ist als vorher. Der Intercity 1 wäre mal eine gute Anlaufstelle. Der ist recht gut gefüllt und macht sogar Gewinn. Dann müssen wir da sicher schon mal nichts ändern. Beim Intercity 2 bin ich ein besorgter. Der macht zwar auch sehr viel Gewinn. Jetzt geht nicht mehr so viel, gerade was ich so gesagt habe. Ist aber nicht ganz voll. Aber in dem Fall müssen wir hier auch nichts unternehmen. Aber was ich schnell schauen möchte, ist, ob der wirklich an jeder Station dem Bedarf gerecht wird. Da Intercity 2 schnell. Dann haben wir hier Neu-Endorf unterhalten. Hier haltet ihr den ganzen Weg nicht, aber das Brinkum. Dort ist extrem viel für Via Rosenau. Ah, dort haltet ihr dann auch gerade. Das ist, weil zwischen Brinkum und Rosenau gibt es gar keinen Regionalzug. Das müsste ich auch noch ändern. Dass der Intercity 2 hier gar nicht haltet. Das ist ja eigentlich, also... Es ist nicht eine kleine Stadt, das ist schon so, aber das Bahnhöfli hier... Das wird einem Intercity 2 irgendwie nicht so gerecht. Ich würde es dann auch schon ändern, so lösen, dass es da mal noch eine Interregio gibt. Wo vielleicht Schofstedt, Rosenau... Brinkum fährt und dann von Brinkum nonstop bis auf Endorf. Hey, das wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee, dass wir hier so eine Interregio daraus machen. Oder einfach nur bis Zand erstmal und nicht bis Endorf. Dann wäre das noch quasi eine neue Verbindung, eine neue Direktverbindung, die es vorher noch gar nicht gegeben hätte. Das könnte man machen. Aber auch das nicht mit 3 Achsen, da muss ich dann auch andere Fahrzeuge haben. Aber das wird ja dann spätestens 1989 nicht mehr so ein Problem sein, weil bis dann haben wir dann sicher wieder etwas freigeschaltet. Und ich freue mich schon auf das ganze Zeug, das noch kommt. Ich habe mich ja leider jetzt gespoilert, dass ich ein bisschen mit den Mods herumgespielt habe. Da habe ich halt mein Mod-Verzeichnis gesehen und dann habe ich gesehen, was ich jetzt alles installiert habe. Zuerst habe ich gedacht, das ist dann so ein bisschen Überraschung, was noch alles kommt, aber ich weiss, dass es jetzt noch einiges gibt, coole Sachen, also dann vor allem in der neueren Zeit so ein in den späten 90er bis 2020 wird viel cooles neues Zeug kommen und das wird dann natürlich auch zu vielen Ablösungen führen und dann haben wir dann wieder viel Rohmaterial zur Verfügung. Jetzt im Moment halt einfach noch nicht. Folgendes. Ich habe ja noch einen A35 und 738er. Wollen wir vielleicht mit denen zwischen Donsdorf und Rosenau schon mal eine Personenverkehrslinie einführen. Die einfach nichts anderes macht, als hier rauf und runter fahren. So wirklich so eine Regionallinie. Oh, und da fährt immer noch ein Bus. Jetzt haben wir gemeint, das ist ein Bus hier, aber das stimmt gar nicht. Also der Bus, der hier früher ist gefahren auf der Strasse, den gibt es definitiv nicht mehr. Aber... das sieht man noch die Fuhrwerke hier, ich glaube es hackt. Ah, da ist sogar der Trabi hinten dran, schau da. Da ist immer noch das Fuhrwerk-Ding. Schau mal, die Räder sind schon komplett flach, wie es aussieht. Ist überall eine Platte. Der Ding brennt es dort. Ah nein, das ist noch mit dem Walter. Soll man sagen, oder was? Der eine ist gerade einen Stumpen am Rauchen. Naja, die sollte man dann eventuell mal ersetzen. Habe nicht das Gefühl. Weil die führen hier immer zu Stau. Und das sorgt natürlich näher auch dafür, dass hier Autofahrer weniger schnell von A nach B kommen. Ich weiß nicht, ob sich das direkt auswirkt hier auf den Verkehr oder auch nicht. Also gut, der Verkehr ist hier 0%, also sehr gut. Also kein Abzug in dem Sinn. Da kann man glaube ich nicht höher sein als 0. Aber das hier, ich weiß nicht, ob das hier vielleicht ein bisschen aufgeht, wenn man macht, dass das Auto hier nicht hinter den Fuhrwerk müssen nachfahren. Das wäre mal Überprüfung wert eigentlich. Aber es ist noch spannend, wie Rosenau einfach 0% hat. Also 7 Stück sind hier, aber es bringt einfach fast nichts, das Zeug, das hier angeliefert wird. Naja.
Was wollte ich jetzt machen? Genau, jetzt wollte ich hier noch schnell so eine Direktlinie einrichten, die auf und ab geht. Und zwar wäre das logischerweise der Abzweiger auch ab hier. Würde man hier so in einer Kurve reinkommen. Oder man zieht es von gerade hier so. Dort sind wir aber in einem Tunnel. He? Ich habe auch gescheiter doch von hier. Ja, machen wir so. Und dann würde man hier aber ein bisschen. Ja, dann müssen wir hier bauen, ein bisschen ausbauen. Aber da kann ich nicht ausbauen. He? Aber ich kann 4 Gleise machen daraus. Würde ich das vielleicht einfach schnell machen. So, sind wir jetzt hier 4 Gleisig. Natürlich kommen die Gleise genau dort, wo ich sie nicht brauchen kann. Eigentlich hätte ich sie gerne oben gehabt. Also im inneren Radius. Hey, jetzt muss ich hier die Gleise umhängen. Machen wir das halt schnell. Alles so ein schön smooth. Noch ein näher. So. Genau. Und dann das hier eigentlich parallel. Aber das ist auch wahrscheinlich mehr wieder ein zu flacher Winkel für eine Kreuzung, oder? Ja, das bringt er nicht her. Schade. Ja, dann muss ich auch hier schnell radikal sein. Das kommt weg. Dafür kommt das hier her. Geht das jetzt? Ja, das funktioniert. Aber das bringt mir nicht genau parallel, dass das so einen schönen Doppel-Fahrleitungsmast gibt. Aber ist auch gleich. Aber wir sind hier, glaube ich, gar nicht wirklich parallel. Ah ja, schau da. Das ist hier gar nicht ein richtiges paralleles Gleis. Wieso ist denn das so? Da habe ich keine Ahnung. Aber aus infrastrukturtechnischen Gründen mache ich hier doch noch Weichen rein. Dass man hier theoretisch austauschen könnte, vom Gleis her. So, und dann das hier, das bleibt ohne Weichen, das können wir von mir aus so behalten. Und hier gehe ich jetzt aber hier rein, oder beziehungsweise nein. Ich ziehe das mal bis hier vorne. Jetzt muss ich hier schnell die Linien anpassen, nicht dass das hier... Moment, mach es gerade so, Terminals. Nein, kann ich noch gar nicht. Also ich kann es schon mal festlegen. 3 und 4, das soll ja dann so sein. Aber ich muss die sowieso hier noch frisch anschliessen. Hier muss ich dann ein bisschen graben. He? So sieht es aus. So, dann können wir das hier vielleicht so bauen, dass es überall 300 ist. Nein, das bringen wir nicht her. Es wird sowieso ein bisschen Reduktion in der Geschwindigkeitsbegrenzung verlangen. Aber hier könnte es wegen der Kurvenlage genug gut sein für eine Kreuzung. Nö, das bringt er dort trotzdem immer noch nicht her. Also gut, adieu, merci. Dann wäre das das hier, das dort reinkommt. Dort, hä? So. Und nachher hier jetzt genau gleiche Prozedere, einfach mal dort drüber, dass wir dort austauschen können. Dann gehen wir hier. Nein, da müssen wir eigentlich gar nicht gross verlängern. Da würde ich jetzt einfach nur noch den hier machen, für das man hier über könnte. Und das andere ist auch angeschlossen. Die Linie ist jetzt wieder in Ordnung, das ist auch gut. Und hier jetzt noch Signal. Nein, da mache ich jetzt mal kein Signal, weil das hat ja vorher auch schon funktioniert. Und da hätten wir jetzt einfach das hier. Ja, das wäre ein bisschen scharf so. He? Vielleicht ziehen sie einfach mal hier rein. Oder ist das grusig? Ich muss ja überlegen, wie dass ich hier reinkomme. Ich würde es ja dann gescheitermassen sowieso von Anfang an hier abzweigen, nicht dass wir zuerst noch in die Hauptstrecke reingehen und dann hier rauskurven. Also. Dann gehen wir jetzt hier schauen. Ich würde das dort doch noch einen Stock abreißen, den ganzen Klotz. So, und dann fange ich hier einfach schon an, von oben zu kürfeln. So. Was meinst du? Passt, glaube ich. Und er hier nicht unbedingt steil runtergehen. Naja, ein bisschen runter geht es, aber grundsätzlich können
recht weit oben bleiben. Weil, wir müssen ja hier noch über den Fluss, oder? Dann können wir einen wieder anschliessen. Es wird aber schon ein krass hier. Jetzt machen wir es mal so, dass es noch gleich schiesst ein Damm bleibt. Bergab geht es trotzdem intensiv. Aber jetzt noch weiter rauf will ich nicht, weil sonst wird es hier so eine Brücke und so. Dann gehen wir hier mal bis hier vielleicht. Und ab hier sind wir dann auch parallel zusammen. So, genau. Voilà. Gut. Nachher hier wieder anschliessen, das wäre auch noch schön. Und hier kann ich jetzt aber auch eine Weiche direkt überziehen, ja, wenn es dann ging. So, und es gibt auch eine schöne Kreuzung. Genau. Einfach, dass es irgendwie ein Schloss ist für Überführungen und so Zeug. Mache ich auch gerne noch gern. So, und dann haben wir hier das Gleis hier. Das braucht es immer noch, obwohl es so ein bisschen komisch unförmig ist. Wie lösen wir das jetzt hier am besten? Der Zug soll ja von hier abfahren, irgendwo. Was ist denn hier los? Aha, hier ist das Gleis ja immer noch nicht ganz verlängert hierher. Grundsätzlich müsste ich das jetzt so machen, dass ich hier ein neues Gleis ansetzen oben. Ich denke, das ist der Weg, um das zu machen, weil hier sind schon genug Züge und Linien und alles. Da werde ich die Gleise, die jetzt hier sind, nicht mehr belasten. Oder warte schnell, welche Linie ist hier auf dem obersten Gleis? Das ist der Regio Express, der dort ist. Ja gut, weißt du was? Nein. Dort ist ja glaube ich nur ein Zug drauf. Oder höchstens zwei. Die können sich das Perron jetzt noch schnell teilen. Und dann lassen wir das hier auf der gleichen Linie fahren. Ah, nein, ist das hier das komplizierte Gebilde? Stimmt. Ich müsste eigentlich sowieso hier noch das dritte Gleis unten dran ziehen. Das wäre endlich mal ein bisschen Entflechtung. Jetzt müsste der Zug hier warten. Hier wird es eingleisig, hier kommt das andere Gleis von dort. Dann ist der ganze Abschnitt besetzt. Das müsst ihr so machen. Bringe ich das her, ist die Frage. Wenn ich das schnell ausprobieren. Hier weichen weg. Kann ich hier noch das dritte Gleis unter der Brücke durchziehen? Ja, das passt. Sehr schön. Und dann können wir hier weitergehen. Und dann ziehe ich das doch einfach bis dort führen. Geht es hier den ganzen Weg. Mal schnell bis hier und dann noch weiter. Muss ich auch noch näher. Muss ich extrem näher. Was ist hier los? Wieso tut es das hier nicht parallel setzen? Bis hier geht es noch und dann nicht mehr. Ja, weiss auch nicht. Kann ich es hier reinziehen als Weiche? Auch nicht möglich. Ah, ist das hier noch das Bahnhofsgleis? Nö, sieht nicht so aus. Sonst könnte ich keine Weiche daraus bauen. Ja gut, dann muss ich das halt irgendwie. Ja, das ist ein Krüppel. He? Was, wenn ich es. Ja, direkt reinziehen kann ich so nicht, oder? Nein. Ah, wieso ist das so blöd da? Ziehe ich es halt einfach mal bis hier, so ein plus-minus parallel. Macht noch einen Schlenker gegen raus, aber es funktioniert halt, obwohl es nicht so schön ist. Und jetzt haben wir hier quasi das ein Abzweiger hier. Der müsste eigentlich gar nicht mehr so lang sein. Das könnte eigentlich schon ab hier gehen. Und dann Signal. Jetzt können wir das hier wieder frisch signalisieren. Also wäre das noch ein Doppelspurteil. Ist es ja jetzt so. Und dann einfach hier noch ein Signal zum Warten. Und diesen Block könnte man noch schnell aufteilen. So, Deli. Dann haben wir das jetzt. Und hier, ja, hier könnte ich theoretisch noch ein weiteres Gleis anschließen irgendwann. Dann ist das schon etwas verbessert. Und jetzt können wir dort rauf effektiv einen neuen Zug schicken. Wo jetzt der? Aber, wie ist jetzt das gesehen? Wo hier noch anschließen muss. Da fehlt noch die Brücke.
So, mit Gleis fangen wir einfach mal dort in der Kurve an, würde ich sagen. Spalten wir uns hier ab. Und hier müsst ihr jetzt schauen, dass ich schon ein bisschen raufkomme. Weil wir sind dann wirklich sehr, sehr hoch. Was passiert, wenn ich das einfach gerade mal direkt überziehe? So, ja. Dann ist das gar nicht mal so schlecht. Dann würde man hier noch so eine Schnellbrücke bauen draus. Und dann hier vielleicht aber mit M noch ein bisschen raufgehen, dass wir nicht hier zuerst runtergehen und so. Und dass das hier alles ein bisschen angenehm verläuft. Vielleicht so, das ist ein guter Kompromiss. Nehmen wir das obere Gleis. Genau gleich. So. Wo kann ich mit dem jetzt hier einschliessen? Weißt du was? Dann mache ich sogar zur 4 vom Tag wieder mal einen Höchstgeschwindigkeitsanschluss. Die habe ich jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr gemacht. Mal schauen, ob ich es noch habe. Spalten wir uns hier ab und bleiben hier oben auf der Brücke, aber natürlich nicht so steil. He? Sondern nur gerade so. Und vom Radius her doch noch etwas enger, dass wir dort vor dem Bahnübergang noch einigermaßen angenehm runterkommen. So, dann müssen wir noch etwas rauf wegen der Brücke, dass wir hier oben durchkommen. So, das müsste aber dann passen. Und jetzt, grosse Frage. Ja, das geht aber drüber. Und wie sieht das aus, wenn das hier reinschliessen? Da haben wir noch Kollisionen, wenn das noch vornehmen. Nein, geht immer noch nicht. Weil das dort immer noch so wird. Also warte, kann ich es mit M noch ein bisschen richten? Nein, kann ich nicht. Zu steil wäre es nicht unbedingt. Also, dann ziehe ich das halt zuerst mal noch drüber. So, und er hier von mir aus schon ein bisschen oben runter, noch nicht gerade so. So. Beziehungsweise nicht ganz so weit. So vielleicht. Dass wir wirklich nur mit der Brücke über das Gleis drüber kommen und dann können wir dann von mir aus schon einen Damm machen. Ah, ist wirklich immer noch Minimum so. He. Gut, und jetzt einfach runterziehen. Nein, ich hätte das gerne von dort oben. Genau. So. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus da. Voilà, dann können wir jetzt hier links abbiegen, oben drüber und auf die Strecke und der andere kommt hier direkt unten rein. Gut, nur noch signalisieren und dann sind wir schon bereit. Nehmen wir das hier wieder so ein bisschen in mittelmässigen Blöcken. Na. So. Also, aber dann sollte ich dann wirklich mal wieder die Aufnahme beenden, weil es ist schon wieder viel mehr Zeit vergangen, als ich eigentlich eingeplant hatte. Jetzt setze ich halt schnell noch den Zug auf die Linie. Und dann mache ich den Feuer oben. So, weil ich habe eigentlich auch schon extrem Hunger. Das wäre dann von hier, vom Gleis her, müssten wir dann hier das Hingerste haben. Das 5. Und dann gehen wir mit dem hier runter. Und dort hier haben wir auch zwei neue Gleise zur Verfügung. Hier nimmt es komischerweise aber eins von den unteren. Moment, da hätte ich gerne zwei. Wieso ist das nicht gut? Kommt der auf dem Herrenweg hier nicht rein? Habe ich da irgendwo das Signal falsch gesetzt? Ich könnte mir das noch recht gut vorstellen. Hier ist es so. Hier stimmt es auch. Hier ist gut. Hier ist auch gut. Hier auch. Dann ist das nicht das Problem. Ist echt das Problem, dass der hier gar nicht richtig rein und raus kommt. Moment. Also hier ist auch noch alles gut. Hier auch. Und der kommt hier auch rein, obwohl es eigentlich ein recht grusiges Gleis ist hier. Also hier ist das Problem in diesem Fall nicht. Ich zeige jetzt nochmal. Linie 1. Da hier. Jetzt ist es hier doch noch nicht Gleis 5. Jetzt hat es sich irgendwie geändert oder so. Also, jetzt ist hier Gleis 5 drin. Jetzt kommt er her, aber nicht mehr zurück. Und an was liegt jetzt das?
Das liegt daran, dass es hier keine Weiche nach links gibt. Ganz einfach. Generell gibt es noch keine Doppelkreuzungsweichen. Die würde ich dann vielleicht hier noch setzen. Das ist halt schon ein bisschen weit weg vom Bahnhof selber, aber das muss jetzt länger. Und dann gibt es hier noch das Einfahrsignal. So, und dann ist jetzt die Linie gut. Genau, dann geht es jetzt hier auseinander. Und dann ist Rosenau jetzt angeschlossen an dieser Linie. Das wird wahrscheinlich wieder eine Regio. Und zwar der Wieviel, das wird der Regio 9. So. Gut, und jetzt brauchen wir heute nur noch das Zügli. Holen wir hier aus dem Depot. Und das sollte dann eigentlich in einem Zug können hier durchfahren und nicht, dass das noch irgendwie der andere Weg geht. Gut, jetzt müsst ihr aber hier mal die Loki austauschen. Der Zug hier müsste jetzt definitiv angekommen sein. Ich brauche ja die A35 eigentlich. Wo sind wir hier? Ja, da ist glaube ich etwas unterwegs, kann das sein? Ich sehe es nur nicht. Weil hier ist aber produziert worden. Voilà. So, der hat schon viel geladen. Der schiebt das Zeug jetzt immer noch vor sich her. Da kann ich dann noch ein paar mehr Wagen einhängen eigentlich. Benzin ist übrigens auch schon hergestellt, das ist cool. Warte jetzt schnell, Depot. So. Jetzt, hier, die kommt raus, dafür kommt V100 rein. Und wie gesagt, mehr Wagen, weil wir haben deutlich genug Rohöl. Wir das mal speichern. Dann haben wir hier im Depot die A35. Dann nehmen wir mal alle 3 Achser. So. Ist nur noch mittelmässig, aber egal. Können wir noch 100 fahren. Dann haben wir nur noch das Zeug hier drin. Das mich eigentlich auch noch einen guten Zug aus. Dann haben wir das und das kommt jetzt auf Region 9. Voilà. Wo ist zwischenzeitlich unsere BT-Maschine? Ist das die hier? Nein. Wo ist der Auslieferzug hier? Bist du das? Nein. Bist du das? Nein. Mal schauen, warte. So. Da ist. Stehen wir noch auf dem Herrenweg, also auf der Überführung. Ja, ist er, weil jetzt sieht man hier am Symbol, dass das noch nicht Benzin ist. Darum ist er noch gar nie gefahren. Ja, macht ja nichts aus, ist ja noch gar nicht so viel Benzin dort. Auf jeden Fall ist es das jetzt gewesen. Jetzt mache ich hier tatsächlich mal den Schlussstrich und verabschiede mich von dieser Aufnahme. Es war auch mal lustig gewesen. Jetzt haben wir nicht nur die gemoddeten Sachen können ausprobieren können, sondern auch etwas Produktives machen. Und zwar hier eine Benzinlinie einführen. Ich bedanke mich, dass du wie immer so schön hast zugeschaut. So ein richtig guter Zuschauer bist du. Hast nichts reklamiert und so. Ist doch gut, oder? Dann sehen wir uns doch beim nächsten Mal. Vielleicht haben wir das Zeug auch noch gefixt, was ich da jetzt noch aufgeschrieben habe, wegen dieser Mod und so. Und dann wird alles wunderbar. Und dann kommen wir dann vielleicht schon gleich in die DPZ-Ära rein. Und dann wird es wieder richtig spannend, weil es sehr viele Umverteilungen gibt im Rohmaterial-Einsatzplan. Und. Wir sehen uns bis nächstes Mal. Eben guten Sonntag oder was auch immer. Ciao.